Nasalflimmern. Oh Gott. Oh, das ist eine schwere Frage, an was ich glaube. Du musst erst mal überlegen. Also nicht an Gott. Jetzt kommen wir mit dem Geschichten an die Liebe. Also ich lese natürlich erstmal Islam. Klar. Ich würde denken, das ist irgend so ein Battle-Ding. Ich vermute, es ist absichtlich sowohl Islam als auch zwei englische Wörter, Islam. Och, ich stelle mir darunter so ein Poetry Slam bloß mit einem Ei in der Hand vor. Toleranz aller Kulturen gegenüber und ein Zusammenleben ohne irgendwelche Reibungspunkte, ohne ja, irgendwelche Konflikte. Ja, ich denke auch, dass es so ein Zusammenwirken ist von allen Kulturen, die sich gegenseitig unterstützen und eine Offenheit halt zeigt gegenüber den anderen. Dass man Menschen, egal aus welchem Land sie kommen oder welche Sprache sie sprechen, welchen Glauben sie angehören, integriert. Vielfalt und alle zusammen. An Freundschaft. An den Tod. Liebe manchmal. Ich glaube an mich selbst. Ein Schicksal. I am a little bit religious. Ans Glück. Friends and family, mostly. An das Gute. Und an was glaubst du? Vielleicht kann dir diese Sendung heute dafür eine Antwort liefern. Und damit herzlich willkommen zu einer zweiten Folge von Hörsaalflimmern. Ja, und in der deutschen Hochschulfernsehlandschaft ist so einiges los. Es gibt viele gute Produktionen, die aber leider kein überregionales Publikum finden. Und damit sich das ändert, werden möglichst viele studentische Produktionen auf hochschultv.de gebündelt und online gestellt. Und als Projekt von Hochschultv feierte Hörsaalflimmern im Sommer 2014 seine Premiere und möchte auch in diesem Semester und hoffentlich in vielen kommenden Semestern Einblicke in die studentische Film- und Fernsehlandschaft in Form eines Magazins liefern. Und in diesem Semester gibt es Beiträge aus Berlin, Bielefeld und natürlich auch aus Leipzig. Mit dem starten wir jetzt und da weiß jemand ganz genau, an was er glaubt. Ich bin so durch die Musik eigentlich zum Glauben gekommen, zu diesem Glauben. Dann war es für mich damals gar keine Frage, katholisch zu werden, weil alle meine Freunde, die ich da durch diese Jugend auch hatte, waren katholisch. Und ich habe damals gar nicht so drüber nachgedacht. Das war einfach so, ich lasse mich jetzt taufen und es ist eben jetzt katholisch. Ob ich mich jetzt noch katholisch taufen lassen würde, im Nachhinein ist die Frage. Aber eigentlich sehe ich auch keinen Grund, mich da jetzt umzuentscheiden, weil es hat mir sehr viele Türen geöffnet und zwar sehr bereichernd für mein Leben. Ich studiere Lehramt, Deutsch und Englisch. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich schon immer gerne Lehrer werden wollte, obwohl ich sehr gute Lehrer hatte in der Schule. Mittlerweile gefällt mir das Studium sehr gut. Es fordert mich sehr, weil ich mir das manchmal auch nicht so sehr zutraue. Aber die Inhalte sind sehr schön. Ich mag meine Fächer sehr gerne. Man muss viel lesen. Ja, aber ich glaube, das wird es erstmal der Weg für die nächsten. Für die nächsten 2 Jahre, denke ich. Ich kannte KSG, also katholische Studentengemeinde, noch gar nicht, hatte noch nie was davon gehört vorher. Und dann bin ich also gleich im Oktober 2011 bin ich dann gleich in die KSG gegangen und war auch sofort, auch vor allen Dingen durch die Musik eben dabei. Hab da gleich mitgespielt im Gottesdienst mal. Diese Gemeinde bedeutet für mich einfach viele, viele Menschen. Natürlich vereint uns das katholisch sein, aber das sind doch einfach ganz viele verschiedene Menschen, die ganz verschiedenes studieren, die ganz verschiedene Interessen haben. Ich würde mich als Bandmusiker bezeichnen, weil ich sehr gern, weil ich diesen kreativen Prozess schätze, der beim Songwriting da ist oder auch wenn man Songs covert. Ich finde auch so im Zusammenspiel von verschiedenen Musikern kommt am meisten raus. Musik machen beschränkt sich bei mir nicht auf den christlichen Kontext. Es ist mir auch manchmal wichtig, dass ich mich ein bisschen abgrenzen kann und da auch andere Dinge entdecken kann. Ja. Jetzt nicht nur aus meiner Perspektive zum Beispiel als der Student, der jetzt hier Teil der Uni ist oder vielleicht auch als Lehrer. Da gibt es noch diese Komponente Glaube, christlich sein, die Werte, die damit einhergehen, aber auch eben das Bewusstsein, dass daraus auch Probleme erwachsen können, also dass so ein Christlichsein auch eben manchmal,
das Weltbild oder die Sicht auf die Welt einschränken kann, wenn man es nur aus der Perspektive betrachtet. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass ich so verschiedene Perspektiven in meinem Leben habe und das versuche zu vereinen. Lukas, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, danke, dass du die Wege wieder zusammengeführt hast. Bin ich jetzt dann auch bei Tobias und Ursula, die jetzt nicht dabei sein können. Und dann auch bei denen, die nicht so viel haben. Amen. Amen. Guten Appetit. Unser Hauskreis besteht nicht nur aus Katholiken. Und ich war auch eigentlich immer in Hauskreisen, die nicht nur aus Menschen bestanden, die jetzt wie ich katholisch sind, sondern eben immer auch aus Freikirchlern, Protestanten. Wir treffen uns, wir essen zusammen, wir tauschen uns über unser alltägliches Leben aus, was uns so gerade bewegt, einfach auch ganz unabhängig von unserem Glauben. Deswegen ist diese Regelmäßigkeit und dieses Vertrauen auch sehr wichtig in dem Hauskreis. Dann singen wir zusammen, wir sprechen über ein Thema, das kann also ein Thema aus der Bibel sein, das muss aber nicht unbedingt biblisch motiviert sein, das kann auch was sein, was vielleicht einen von uns gerade bewegt, im Glauben oder im Leben. Dann ist es mir auch wichtig, dass es schon Räume gibt, wo man sich auch mal zurückziehen kann und dass es auch wichtig ist, sich mit seinem eigenen Glauben auseinanderzusetzen. Jetzt nicht unbedingt so, wie könnte ich andere noch mehr dazu bringen, in mir ein Beispiel zu sehen oder wie könnte ich andere noch dazu bringen, christlich zu werden, sondern eher so immer mal dankbar zu sein, auch für das, was sich da schon eröffnet hat im Leben, zurückzuschauen und auch eine gewisse Gelassenheit oder Zukunftsbejahung daraus zu ziehen. Einblicke in ein ganz besonderes Studentendasein. Denn wie wir vorhin in unserer Clipbox gesehen haben, haben nur sehr wenige Studierende wirklich was mit dem Thema Glauben zu tun. Umso interessanter ist es dann natürlich, Einblicke zu bekommen und zu sehen, dass für viele junge Leute das Thema Glaube und Glaube an Gott ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben ist. Doch um Glaube und Religion soll es gar nicht ausschließlich gehen, denn es soll vielmehr um studentische Tätigkeiten, um ehrenamtliches Engagement gehen, interessante Hobbys oder Kreativität. Und unsere Kollegen von Campus TV aus Bielefeld zeigen sehr gut, wie Kreativität und Religion zusammenfließen können. Bei raus kommt ein muslimischer Poetry Slam. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك. Was haben ein Gebet und ein Prosatext gemeinsam? Beide finden sich in einem neuen muslimischen Poetry Slam Format, das kürzlich zu Gast in Bielefeld war. Zieht euer Ding durch, lasst euch nicht ablenken vom Publikum. Bielefelder Publikum ist am Anfang sehr kompliziert, aber mit der Zeit wird es ein richtig geiles Publikum. Wir schauen hinter die Kulissen und wollen wissen, was diesen Slam so besonders macht. Ich stehe hier mit den beiden Organisatoren und Moderatoren des heutigen Abends. Der heißt Ai oder Islam. Wie spricht man das richtig aus und was hat das mit den Muslimen zu tun? Spricht man Islam aus und im Prinzip ist das ein Wortspiel. Wir sind ja Wortkünstler oder wollen es zumindest sein. Und von daher, also Islam ist halt natürlich, es kann auch natürlich, wenn man das Komma weglässt, Islam sein. Es drückt praktisch auch gleichzeitig unsere muslimische Identität aus, beziehungsweise soll es halt auch in dem Fokus sein. Was bei uns anders ist als bei anderen Poetry Slams, und ich habe das große Glück und die große Ehre gehabt, auf einigen Bühnen zu stehen, auf ein paar Bühnen zu stehen. Wir versuchen da ein bisschen mehr schöne Sprache reinzubringen beim Poetry Slam. Also für uns ist es halt wichtig, dass man bei der Wortwahl darauf achtet, welche Begrifflichkeit man nutzt. Wir haben einfach nur eine Regel hinzugefügt, die anders ist als bei allen anderen Poetry Slams. Wir versuchen, keine Kraftausdrücke zu benutzen. Die Wut kocht über und ich laufe ins feindliche Feuer, als wünschte ich mir den Tod. Ich warte noch immer hoffnungsvoll darauf, dass irgendwann George Clooney an meiner Haustür klingelt und ich ihn zwinge, mich zu heiraten. Themen wie Liebe und Hass und Bibel und was verpassen wir Ohrwürmer. Du siehst, es ist krass, ich besieg den Hass mit Worten. Ich sitze hier neben der jüngsten Slammerin-Teilnehmerin heute, Jasmin. Sie ist 15 und verfasst ganz schön gesellschaftskritische Texte. Ich träume von einer Welt ohne Rassismus. Ich träume von Ohren, die mich verstehen, wenn ich sage, wir leben unter euch, nicht unter euch.
die Frauen, die wir am Start haben, die sind echt so eine Powerfrauen meistens. Also die gehen auch nach oben und sagen ordentlich, was sie zu sagen haben. Besonders Islam ist so ein Sprungbrett quasi. Und wenn ich hier anfange, später habe ich das Ziel, auch auf die regionalen Poetry Slams zu gehen. Deswegen gucke ich immer so, ich versuche mich zu verbessern, meine Texte präziser zu formulieren und mehr den Leuten versuchen, was zu vermitteln. Denn der Stift ist gezückt und das Papier noch weiß. Mein Rücken über den Tisch gebückt ist ungesund, ich weiß. Aber wenn die Message raus will, dann gibt es keinen Halt. Und ich freue mich auch gleich, eine waschechte Slammerin bei mir begrüßen zu dürfen. Sie ist über die Stadtmauern von Leipzig hinaus bekannt, 23 Jahre jung und kommt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Nun studiert sie in Leipzig und zeigt immer wieder, was Slam so alles sein kann. Bevor sie bei mir gleich auf dem Sofa sitzt, eine kleine Kostprobe von Leonie Warnke. Und diese Stadt, sie ist alles, was ich hab, ist der Takt in der Brust, meine Lust, meine Luft, meine Sucht, meine Kluft zwischen Häuserfassaden. Und Klingelschildnamen an Häuser sind Narben geteckt und der Dreck auf den Straßen. Ich bin das Mädchen aus dem Westen, das Mädchen der Kohlen, zwischen Stahlbaugiganten unter Tage geboren. Meine Lunge war verrußt, bevor ich zu rauchen begann. Glück auf war mein Gruß, bevor ich zu laufen begann. Eine Hassliebe schon möglich. Nur war ich nie verliebt, war nie bestrebt danach zu suchen, was in dir vergraben liegt, nie bestrebt herauszufinden, ob das eigentlich stimmt, dass man aus hart gepresster Kohle Diamanten gewinnt. Also floh ich in den Norden und wurde alsbald verweht, denn der Wind war zu streng und von Salzen verklebt. Ich stolperte über die Landkarte und versuchte herauszufinden, was ein heimatloses Mädchen braucht. Und während meiner splitterfasernackten Schlitterfahrt hast du mich gerufen, hast meine Hand genommen und hattest Verständnis, als ich sagte, ich hätte Bindungsängste. Hast mir Zeit gegeben und mir kein schlechtes Gewissen gemacht, wenn ich mal wieder vor uns geflohen bin. Leipzig. Du bist meine Liebe auf den ersten Blick. Du bist mein sorgsam verschnürtes Westpaket. Aller Anfang ist schwer, vor allem im Herbst, wenn du dein Bild mit grau verwischter Tusche färbst. Der Himmel tief hängende Tränensäcke hat dann jedes Fenster immer wieder Regenwetter klatscht. Man ist nass, hat es satt, man vergisst dich zu lieben. Wo sind die Träume vom Liegen auf Parkwiesen geblieben? Aber seien wir doch mal ehrlich, ich kann nicht lange böse sein und meckern, denn dafür sind einfach deine Döner zu lecker. Du bist eine Großstadt, in der alles um die Ecke liegt. Du bist eine Szene, die so bemüht ist, keine zu sein. Und keine Angst, du bist nicht Kreuzberg 2.0. Du bist ein Unikat und nicht die Stadt, in der Karl Liebknecht starb. Du hast Wagner geboren und Nietzsche gelehrt. Nun, Goethe hatte den Rücken gekehrt, aber man kann schließlich nicht alles haben. Leipzig. Du Mutter der Dichter und Denker, du verstaubte Büste in finsteren Kellern, du bist der Ort, wo die wilden Kerle wohnen. Du bist das Mekka der Querdenker, der Spielplatz der Kreativen, du bist unperfekt und kantig und dreckig geblieben. Du bist nicht das Museum der schönen Künste, du bist die Baseline der dröhnenden Wünsche, die durchtanzte Nacht zum Elektrobass. Du bist die Zuflucht der Junggebliebenen, der Hafen der Umtriebigen. Du bist der Lieblingsspäti um die Ecke, der immer noch auf hat. Und du bist auch der schlechte Umgang, mit dem man noch drauf macht, mein Leibschk. Du überfluteter Strand des Hypes, du romantisierte Metapher, du sepia-gefärbter Altbau, du Mate-trinkender Hipster, gekleidet in Street-Art und Glitzer, du Stadt der tausend Namen, seit neuestem bist du Legida und Goles sagt nein. Ein harter Rückschlag, mein Liebling, aber zusammen trinken wir uns das Leben auf der Kali wieder schön, so haben wir es bisher immer gemacht. Du hast dem Wanderer eine Heimat geschenkt, du warst bescheiden und hast dich nicht aufgedrängt und zusammen stolpern wir ziellos durch die währende Nacht. Ich bleib dein Mädchen, egal welche Fehler du machst, denn diese Stadt, sie ist ja alles, was ich hab, ist der Takt in der Brust, meine Lust, meine Luft, meine Sucht, meine Kluft zwischen Häuserfassaden. Und Klingelschildnamen an Häuser sind Narben geteckt und der Dreck auf den Straßen. Ja, Leonie, schön, dass du heute da bist bei uns. Schön, da zu sein. Wirklich vielen Dank auch nochmal, dass du halt eben uns so ein bisschen Einblicke gegeben hast, was du so alles drauf hast und ja, wie deine Texte so aussehen können. Das Beispiel Leipzig. Mhm. Verbindest du viel mit der Stadt und wie kommst du auf deine Themen?
In Texten, ja. In den Texten, ja. Ich verbinde sehr viel mit Leipzig, weil ich mir Leipzig als Wahlheimat ausgesucht habe. Also ich bin nicht für das Studium hergezogen. Ich bin für die Stadt hergezogen, habe mir dann irgendeinen Studiengang ausgesucht, der einigermaßen passt. Deswegen ist es wirklich wie eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe für die Stadt. Und bin wahnsinnig glücklich, hier zu leben und zu arbeiten und zu studieren und Menschen kennenzulernen. Bei Texten ist es wahnsinnig unterschiedlich. Also manchmal ist es sehr klischeehaft, dieses Ding von wegen, mir kamen Bilder in den Kopf, mir kamen Sätze in den Kopf, aber manchmal ist es wirklich so und du weißt gar nicht, woher es kommt und spinnst es weiter. Es sind manchmal auch wirklich ganz langweilige Auftragstexte, die man schreibt. Oftmals. Und musst du dich da auch viel einarbeiten dann, wenn du Auftragstexte zum Beispiel hast? Also viel recherchieren auch? Also es ist echt unterschiedlich. Also zum Beispiel, einmal war es einfach nur ein sehr übergeordnetes, abstraktes Thema. Das Thema war, glaube ich, was am Ende bleibt. Da musst du nicht recherchieren. Du musst in dir selber auf jeden Fall recherchieren natürlich. Was verbindest du mit dem Thema? Was möchtest du ausdrücken? Auf welche Art und Weise? Aber in der Regel sind die Vorgaben nicht so starr und eng, dass man nicht ein bisschen Interpretationsspielraum dabei auch hat. Okay. Und wenn du deine Texte vorträgst, also es ist ja auch natürlich ein großes Publikum, was du da zum Teil auch jetzt vor dir hast. Was machst du, wenn du einen Texthänger hast? Lächeln, ein bisschen von links nach rechts treten. Es ist immer unangenehm. Nicht, weil man jetzt denkt, man hat das Publikum enttäuscht, sondern man ist irgendwie sauer auf sich selber, dass man den Text, aber noch 100 Mal zu Hause im Badezimmer geübt und schafft es nicht. Aber es gibt so eine kleine interne Regel in der Slam-Szene, wenn jemand einen Textsänger auf der Bühne hat, sagt man Heavy Metal, einfach um die Stimmung ein bisschen aufzulockern, dass das Publikum ein bisschen lachen darf, dass du selber lachen darfst. Und mir ist es zum Glück lange nicht mehr passiert. Und wer sagt dann Heavy Metal? Also das Publikum jetzt? Nee, die Poeten, die anderen. Hinter der Bühne sozusagen? Wenn sie es wissen. Also Leute, die halt sehr knapp erst dabei sind, die wissen es nicht unbedingt, aber manche machen es dann. Und es verwirrt ja auch manchmal noch mal den Poeten. Es ist halt immer unangenehm. Ich hatte es einmal mit einem Team, also ich habe auch ein Slam-Team, das geht nämlich auch. Und da hatte ich es und da habe ich dann natürlich meine Partnerin, die mich da irgendwie rausreißen kann und irgendeinen Spruch sagt oder meinen Text einfach weiterspricht, ohne dass es auffällt. Und das funktioniert dann auch relativ. Das ist besser als alleine auf jeden Fall. Okay, alles klar. Wir haben auch Hörsaalflimmernbrause, falls du gerade eine Erfrischung, also was Kleines zu trinken. Gerne. Hörsaalflimmernbrause. Genau, einmal in Rot und einmal in Grün. Ich würde Rot nehmen. Beere wahrscheinlich und das ist Waldmeister. Passt doch gut zu deinem Kleid in Grün. Na genau. Genau deswegen werde ich jetzt auch Waldmeister mal austesten und einmal aufmachen. Und was mich auch interessiert, Prost. Ich kenne mich mit Poetry Slam überhaupt gar nicht so gut aus und habe jetzt gelesen, also habe noch mal so ein bisschen recherchiert und geschaut. Also seit 1986 gab es die erste Veranstaltung in Chicago und so Mitte der 90er kam Poetry Slam so nach Deutschland. Mhm. Seit wann slamst du denn schon? Also es sind jetzt über 20 Jahre in Deutschland. Ja. Wann hast du damit angefangen und vor allem wie? Ich habe erst 2012 angefangen. Also das ist wirklich ganz, ganz kurz. Ich kenne Leute, die machen das seit 20 Jahren. Ich glaube, so wie die meisten, mir wurde es einfach empfohlen, damals in Kiel. Und da meinte ein Arbeitskollege zu mir, dass es dieses Format gibt und geht da mal hin, das ist ganz cool, da sind viele Studenten und es macht Spaß und ich bin da hingegangen und wurde sofort angefixt. Ich fand es einfach wahnsinnig cool, dass da junge Menschen in meinem Alter oder auch jünger oder auch älter auf die Bühne gehen und Sachen vortragen, die sie geschrieben haben. Ich habe immer schon viel geschrieben, aber hatte nicht das Medium, nach draußen zu treten und habe auch nicht unbedingt die Art von Text geschrieben, die auf eine Bühne passt und hatte irgendwie Bock, das mal kennenzulernen, weil da waren Menschen aus Köln und aus Frankfurt und aus München. Ich dachte mir, krass, die reisen rum, die kennen sich, das will ich auch. Mhm. Und dann tritt man auf und es läuft ganz gut und dann rutscht man da rein und dann ist man dabei. Dann ist man dabei. So ein Prozess, den man irgendwie... Und gefangen. Ja, genau. Und du reist jetzt auch viel rum, also bist weniger in Leipzig unterwegs. Ja, ich reise im Moment sehr viel rum, seit einem Jahr ungefähr. Das schwankt immer. Es gibt halt natürlich Monate, wo man sehr, sehr viel macht und Semesterferien, wenn man keine Verpflichtungen hat. In der Prüfungsphase versucht man es ein bisschen runterzuschrauben, aber naja, man sagt dann halt doch wieder zu und hat dann schon Bock und will die Leute sehen und deswegen wird es dann schon sehr viel manchmal. Okay, und wir haben vorhin einen Beitrag gesehen über iSlam. Mhm. Ist das denn jetzt nun ein bestimmtes Genre von Poetry Slam, also muslimischer Poetry Slam? Gibt es da verschiedene Unterkategorien von Poetry Slams oder wie ist das einzuordnen? Man kann es ungefähr so verstehen, es gibt ja auch U20 Slams, die sich an Poeten und Poetinnen richten, die nicht älter als 20 sind. Und so ist ein bisschen auch der iSlam. Es ist einfach eine eigene Plattform. Das heißt, die Poeten und Poetinnen dürfen oder müssen muslimisch sein. Mhm. Es gibt ein paar strengere Rahmenbedingungen. Zum Beispiel sind keine Kraftausdrücke gewünscht. Das heißt, es ist ein bisschen mehr Political Correctness in der Sprache und es wird kein Alkohol ausgeschenkt.
Es richtet sich aber an jeden, das heißt, das Publikum darf offen und bunt sein, es müssen keine muslimischen Menschen sein, es findet auch nicht in Moscheen statt und es gibt davor irgendwie keine Messe oder ähnliches und kein Gebet, was das Klischees in den Köpfen, glaube ich, sehr schnell projizieren können. Und es wird von den Veranstaltern selber als Empowerment-Projekt verstanden. Das heißt, es ist mehr als die reine Veranstaltung. Diese Poeten werden gefördert, weil sie oft Poetry Slams gar nicht kennen, weil sie sich nicht hingetraut haben oder weil es ihnen nicht bewusst war, dass es das gibt. Und deswegen werden sie von Anfang an gefördert. Es gibt Workshops, es gibt einfach so ein bisschen Mut machen und an die Hand nehmen und ranfinden, weil das Ziel schon ist, irgendwann, dass sich die Szenen überschneiden. Dass also Leute, die bei iSlam angefangen haben, auch auf regulären Poetry Slams auftreten. Okay. Und wie ist es in der kompletten, also in der Poetry-Szene oder in der Poetry-Community angesehen? Also gibt es da auch Kritiker, die sagen, ja, iSlam finden wir jetzt zum Beispiel, also wir brauchen keine Kategorien zum Beispiel von Poetry Slam oder ist das völlig in Ordnung sozusagen? Ich glaube, es ist ziemlich ambivalent. Ich selber habe noch nicht so viel damit zu tun gehabt, weil ich noch nie auf einem iSlam war und ich glaube, in Leipzig auch noch nie einer veranstaltet wurde. Aber es gab da schon Diskussionen drüber, ob man genau eine Veranstaltung möchte, die aufgrund von einer Religionszugehörigkeit sich selber erklärt und definiert. Ob man sagt, Kunst ist etwas, was wir trennen können, nach Religion, nach Ethnizität, nach Geschlecht. Es ist sehr schwer. Und andere sagen halt, ja, okay, wir haben ja aber muslimische Leute, die das gerne machen, die aber einfach nicht auf eine Bühne möchten, wo andere Leute wiederum schwere Schimpfwörter benutzen oder wo viel getrunken wird, wo geraucht wird. Und ich finde es immer sehr schwer, weil wie soll man das entscheiden, was jetzt was rechtfertigt? Und ich denke mir, solange die Menschen dadurch aber kreativ bleiben und, sage ich mal, auch die Szene an sich erstmal kennenlernen und die Entscheidung später haben, okay, ich möchte aber auch auf regulären Slams auftreten, ist es okay. Völlig. Okay. Also ist es schon so eine Art Plattform, wo die Muslime sich auch integrieren können über den Slam sozusagen. Genau. Also es ist eine Art Selbstidentifikation. Es ist also wohl sehr politisch und sehr gesellschaftskritisch. Natürlich geht es viel um Religion, um Diskriminierung, um Alltagsrassismus, um natürlich Themen, die ich vielleicht gar nicht so beurteilen kann, weil ich es nicht täglich erlebe. Und es soll aber auch auf jeden Fall ein Austausch stattfinden. Ja. Es soll keine Abschottung der muslimischen Gemeinde sein, sondern natürlich das Herangehen an jedes Art von Publikum und das einfach das Zeigen. Gerade, glaube ich, in diesen Tagen ist es sehr wichtig, dass das gezeigt wird, nur weil ich Moslem bin, bin ich nicht das Klischee, das du in deinem Kopf hast. Ich kann genauso auf eine Bühne gehen und in fehlerfreiem Deutsch ein wunderschönes Gedicht vortragen. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein schönes Projekt, was da entstanden ist. Das stimmt. Integration durch Kommunikation sozusagen, Integration durch Sprache, das ermöglichen auch Studierende aus Berlin, indem sie nämlich ehrenamtlich tätig sind. Und das ist ein Beitrag von Xenon TV aus Berlin und Brandenburg. Multitude, zu Deutsch eine Menge, eine Vielfalt von etwas. Die Initiative Multitude e.V. aus Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, Asylbewerber und Migranten besser in die Gesellschaft zu integrieren. Ich bin Kai, ich bin 27, ich studiere hier in Berlin Lehramt für Geschichte und Spanisch und bei Multitude bin ich seit etwas über anderthalb Jahren. Multitude ist hervorgegangen aus einer studentischen Initiative vor ungefähr 10 Jahren schon. Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen so ein Zeichen, dass die einem die Leute nicht egal sind. Und konkret, der Sprachunterricht ist, glaube ich, wichtig, weil es so ein Teil oder der erste Schritt zur Teilhabe ist. Also es läuft hier nun mal das meiste auf Deutsch und je mehr man davon kann, desto besser. Bad, das ist die Wache. Was war? Genau, das Schwimmbad. Das Wort ist eigentlich Bad. Das ist so wie ein Bad, wie Toilette. Der Raum im Haus, Badezimmer, das Bad. Ja. Und das Schwimmbad ist der Ort, wo man schwimmen kann. Infinitiv, ja. 2M, ja? 2M, ja. Der Verein lebt von ehrenamtlichen Personen, die sich wie Kai engagieren. Inzwischen organisiert Multitude mehrmals die Woche Deutschunterricht in verschiedenen Flüchtlingslagern in Berlin. Das Erstaufnahmelager Spandau ist die erste Anlaufstelle für Flüchtlinge und Migranten aus Syrien, dem Iran, Irak, Afghanistan und anderen Ländern, wo sie zunächst für 3 Monate untergebracht werden. Also es wird halt inzwischen viel über Geflüchtete diskutiert. Die meisten Leute kennen keinen. Und wenn vielleicht Leute, die schon ganz lange hier sind und die, bei denen es vielleicht nicht mehr so akut ist. Aber dadurch, also je mehr Leute sowas machen, wie Multitude macht, desto mehr Leute kennen auch wirklich Geflüchtete. Und das kann nur von Vorteil sein, gerade für so eine Multitude halt, für das Ziel einer durchmischten Gesellschaft.
Multitude setzt sich mit seinem Deutschkursprojekt dafür ein, dass Deutsche und Migranten nicht nur nebeneinander herleben. Ziel ist die Gleichberechtigung und Kooperation zwischen ihnen. Was ich wichtig finde an diesem Deutschkursprojekt, ist, dass halt erstmal irgendwie so ein bisschen ein Zeichen ist, so ein ganz kleines bisschen Willkommenskultur, was halt von staatlicher Seite und von vielen Teilen der Gesellschaft fehlt. Aber meistens sind das Leute, die wirklich möglichst schnell die deutsche Sprache lernen wollen, um besser anzukommen. Und der Vater? Hi, was bekommst du? Dann heißt es, okay. Möchtest du den ersten Satz lesen? Wir haben mit einem Lehrer einen Text gelesen und viele Wörter übersetzen und etwas zu lernen. Was mir am meisten Spaß macht, wenn es Erfolgserlebnisse gibt, wenn man interagiert in der Gruppe, also wenn man keine Gruppe hat, wo alle die Klappe halten und man wartet und die warten darauf, dass man was sagt, dann schreiben sie es ab, sondern dass wirklich Nachfragen gestellt werden, das ist, glaube ich, das Schönste. Eine Initiative wie diese kann nur bestehen, wenn sich viele Ehrenamtliche finden. Dafür muss man kein ausgebildeter Lehrer oder Pädagoge sein, sondern einfach Spaß an der Arbeit mit Menschen haben. Es war sehr schön heute. Ich hatte eine ziemlich große Gruppe und es lief trotzdem ziemlich cool, weil die sich auch untereinander ganz gut ergänzt haben. Multitude, eine wirklich wichtige Sache, gerade in Anbetracht dessen, dass die Asylbewerberzahl immer mehr steigt und steigt. Poetry Slam hat natürlich einen kulturellen Auftrag, also spielt eine große Rolle in der Kultur. Wie ist es politisch und gesellschaftlich? Macht Poetry Slam da einiges? Gibt es da was? Auf jeden Fall, weil es einfach die Möglichkeit für jeden eröffnet, zu tun, was er möchte auf der Bühne. Das heißt, du darfst ja eigentlich fast jedes Thema behandeln, solange es in einem gewissen Rahmen spielt. Natürlich, wenn keine Menschen diffamiert, es wird kein Rassismus und Sexismus auf die Bühne gebracht. Aber du hast natürlich die Möglichkeit, deine eigene politische Message an ein Publikum zu bringen. Es gibt außerdem Formate, die speziell politisch oder irgendwie eine gesellschaftliche Rolle spielen. Das heißt, zum Beispiel gab es im Januar in der Distillery einen Olegida-Slam hier in Leipzig, der sich eben genau an die konkreten Ereignisse damals gerichtet hat. Ich habe, ich glaube, im Dezember im UT Connewitz ein Slam moderiert von Amnesty International zum Thema Menschenrechte, um den Geburtstag der Menschenrechte zu feiern. Mhm. Alle Poeten hatten da quasi die Textvorgabe, zum Thema Menschenrechte etwas zu schreiben. Es war gekoppelt mit einer wunderschönen Briefaktion, wo man Briefe schreibt an die zu bearbeitenden Fälle von Amnesty International, von Menschen, die unter unwürdigen Bedingungen zum Beispiel in Haft sitzen, all sowas, dass man also sehr gut Politik und Kultur verbinden kann. Und ich finde gerade Poetry Slam, weil es so ein offenes Format ist, ist dafür eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Also es ist eine gute Bühne natürlich, um sämtliche Themen von einem zu lassen, genau. Und halt auch mal kritisch zu werden. Genau. Du hast auch noch weitere Projekte, unter anderem mit Schülern oder Studenten. Wie läuft das? Also wie ist das jetzt? Genau, das ist der Sprachaktiv U20 Poetry Slam, der in der Villa Leipzig stattfindet, den moderiert und veranstalte ich zusammen mit Nile. U20 heißt, dass die Poeten nicht älter als 20 Jahre sein dürfen. Ansonsten können Schüler sein, es können Studenten sein, es können Auszubildende sein. Unsere Jüngste war, glaube ich, 13, die kam aus Dresden, da waren dann auch die Eltern zum Beispiel noch mit. Ansonsten ist es ein ganz normaler Poetry Slam, es ist ein Publikum, es gibt eine Publikumsjury, es gibt einen Gewinner, es gibt einen Wettbewerb. Und es ist sehr, sehr schön, weil man eben ein bisschen Nachwuchsförderung macht und naja, die jungen Leute kommen ja auch nicht irgendwie von ungefähr. Man muss sie natürlich auch ein bisschen an die Hand nehmen und ihnen die Angst davon nehmen, sich auf eine Bühne zu stellen. Ansonsten bin ich als Solokünstlerin, als Poetry Slammerin unterwegs und habe mit Katja Hofmann aus Halle zusammen ein Team, das heißt MFG. Und konkrete Auftritte demnächst sind zum Beispiel auf dem Deichbrand, wo ich mich sehr darauf freue, weil das riesig wird und weil es schön wird, weil ich aufs Festival darf. Im Juni sind die U20 Meisterschaften zum Beispiel in Regensburg, wo ich dann auch als Veranstalterin und als Slam-Mama da bin und meinen Schützling anfeuern darf. Also viel unterwegs. Ja, sehr viel unterwegs. Leonie, lieben Dank, dass du bei uns in der Sendung warst. Ja, es war sehr schön bei euch. Es waren interessante Hobbys. Du hast unsere Sendung enorm bereichert. Vielen Dank. Und im nächsten Sommer heißt es dann wieder ein neues Team, neue Themen und ein neues Semester bei Hörsaal Flimmern. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Wir verabschieden uns. Tschüss. Hörsaal.